Schattenklingen Sprengmeister Dringil ist immer noch unterwegs im Bloodgrove und war zuletzt hier drin. Und das Rhtonische Rift führt zur Aschewüste. Da gab es aber so gesehen nichts Besonderes. Und ich habe dabei aber was gefunden. Also ich habe meine Beute sortiert aus der letzten Episode. Und da war dabei der widerstandsfähige Topaz-Siegelring des Basilisken. Plus 4% auf alle Schadenstypen, plus 20 Verteidigungsqualität. Erhöht die Rüstung um 4%. Durchschlagswiderstand 12%, 25% Feuerwiderstand, 27% Blitzwiderstand und 21% Gift- und Säurewiderstand. Also ein Widerstandsring. Den sollte ich, glaube ich, dringend mal tragen. Und da würde ich wegtun. Tja, was? Moment. Links, der Schattenklingen-Goldring der Korrosion gibt mir plus 1 auf geisterhafte Rüstung, was ich nicht benutze, plus 2 Gesundheitsregeneration, das ist gut. Geist, Raffinesse, jeweils 3% und ein bisschen mehr Säureschaden. Wohingegen der Soldaten-Mondsteinring des Gifts gibt Gift, Konstitution, Leben. Ich glaube, der Schattenklinge-Goldring der Korrosion muss weg. Mal kurz nach Homeset geschaut. Denn dort habe ich ja noch die Verkaufspreise. Das kann auch ein Indiz sein, was besser oder was schlechter ist. Ja. Ich tausche den Nickenring aus, den Schattenklingen Goldring der Korrosion. Dann packe ich aber auf den neuen Ring auch noch was drauf. Was passt da drauf? Da passt drauf der polierte Smaragd. Bisschen Stats. Oder kochendes Blut. Mehr Angriff. Das hier Seelenscherbe. Lebenskraftschaden, Lebenskraftverfall, Absorption bei feindlichen Zaubern. Lebenskraftzeug arbeite ich eigentlich bisher nicht. Ektoplasma plus 20% Energie, das wäre auch nicht schlecht. Leichenstaub, 3% Leben. Erhöhte Gesundheitsregeneration. Gefrorenes Herz, Kältewiderstand. Hier hätte ich noch was. Nee, das ist noch nicht vollständig. Der rachsichtige Geist ist sehr wohl schon vollständig. Was macht der? Kälteschaden, Frostbrandschaden. Nee. Also, ich tendiere zum Leichenstaub oder zum Ektoplasma. Plus 20% Energie ist heftig. Das wären ja plus 340 jetzt in meinem Fall. Und Leichenstaub plus 3% Leben, das wären immerhin 43 mal 3, also ungefähr 40 mal 3, 120, wäre auch nicht schlecht. Erhöhte Gesundheitsregeneration, Lebenskraftwiderstand. Ich nehme mal das. Und papp das mal drauf. So, ich habe noch Punkte übrig. Attribute, ein Punkt. Der geht auf auf Raffinesse. Und dann habe ich hier noch Punkte übrig aus dem letzten Stufenaufstieg. Da hatte ich zuletzt den Stahlring angefangen. Also dann plus 3 Punkte auf den Stahlring. Fertig. So. Und jetzt gut gerüstet wieder raus in den Bloodgrove. Und dann weiter gespäht nach irgendwelchen tonischen Siegeln, die ich hier für diesen zerstörten Schrein brauche. Irgendwo müssen die doch hier zu finden sein. Das gibt's doch gar nicht. Hier geht's durch. Oh, wer bist du? Ah, nichts Besonderes. Was Gelbes. Das ruckelt gerade ein bisschen. Käfig. Guck mal, der neue Stahlring, der ist noch viel polierter als der bisherige. Ach Mensch, steht doch nicht immer alle so verteilt.
So, hier Leichen? Nee, aber menschliche Überreste. Heiltrank immerhin. Noch was? Ja, ein Miesepeter, der nicht mit dem Zerschmettern gerechnet hat. Na, ich gehe erstmal hier runter weiter. Was? Weiß ich, ihr müsst lauter reden. Ich kann euch nicht verstehen. Ihr nuschelt so und das sage ich. Dann hier durch. Die haben irgendwo wahllos Bäume umgesägt. Ich erkenne noch kein sinnvolles Muster darin. Dann haben sie hier ihre Kultplätze gebaut. Einer reicht auch nicht, man muss auch alle 100 Meter einbauen. Fresh Blood, ja, genau. Dein Blut ist frisch. Und ich werde darin warten. Ey, ich war in der letzten Episode in der Aschewüste. Ihr schreckt mich überhaupt nicht hier. Da müssen schon andere kommen. Andere, die ein chthonisches Siegel dabei haben, vielleicht. Das wäre nett. Also in dem Teil wohl nicht. Eigentlich müsste ich jetzt hier oben weitermachen. Ja, ich gehe erstmal weiter am Rand lang. Das ist immer so meine Taktik. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da oben ist dann der Rand. War ja gar nicht weit. Fresh, blab, 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 blab. Wollte ich gar nicht machen. Naja, das nächste Kultlager, der nächste Blutaltar. Aber nirgendwo was zu plündern. Heiltrank. Irgendwo schießt hier jemand. Wahrscheinlich schießen die Chthonier gegen die Manticoren. Ach nee, Kümons Auserwählte gegen Todeswachen-Fuzzis. Ja, dann helfe ich doch mal. Zwei gelbe Sachen gibt das. Ja, die sind mit mir verbündet und tun mir deswegen nichts. Aber sie helfen mir auch nicht. Röchel, röchel, hier vielleicht? Hier ist so ein Eckchen, das führt irgendwo ins Nirgendwo. Nee, Moment mal. Das ist ganz abstrus hier. Ich muss hier irgendwie lang. Hier geht es über den Fluss. Oh, da finde ich das nächste Gate oder was? Ah, das Rift Gate vom Bloodgrove. Schön. Aber hier unten ist noch so vieles. Nee, ich bleibe erstmal hier unten. Eins nach dem anderen, nicht so viele offene Flanken haben. Es ging hier oben aber auch irgendwie weiter. Zu meiner Verwunderung. Hier. Da klatschen sich wieder welche. Aber jetzt schon wieder nicht mehr. Ach, die Manticoren waren es diesmal. Da ist wieder ätherischer Spiel. Bug unterwegs. Ach, diese hässlichen Kristalle. Ja, ich weiß, Lebensbalken.
Einmal hoch, danke. Ätherkristall und Ätherscherbe. Ah, nein. Also, dieser Tod geht ganz unzweifelhaft auf das Konto persönlicher Blödheit. Meine Fresse, ey. Ätherkristall. Ah, hier ist wieder so ein Ätherspuk. Ich kann ja bestimmt wieder sonst wohin rennen, wenn ich den Ätherwiderstand hätte, den ich nicht habe. Tendenziell würde ich eher nach links laufen. Ach komm, todesmutig. Ah, geh mir aus dem Weg. Hör auf zu schmeißen mit was auch immer. Zerbrochener Magnetstein und Lebensessenz. Das ist ekelhaft. Ein altes Häuschen. Mit einer alten Einrichtung? Nee, Feldbetten oder irgend sowas. Kann ich das zerschlagen? Nee. Die Tür? Ah, sowieso. Nee, hier sind nur Betten. Das war irgendeine Truppenunterkunft. Oder eine Jugendherberge. Da unten ist aber auch ein Türchen. Essensration und Magnetstein. Ich bin in Stone Ranch Steinbruch. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich finde die Treppe nicht. Ich treffe sie nicht. Nee, hier will ich nicht hin. Das ist mir jetzt zu doof. Außerdem ist das nicht der Blood Grove, wo ich noch viele Sachen zu tun habe. Zum Beispiel chthonisches Siegel finden. Mal auf die Karte geschaut. Ja, okay. Nee, da will ich erstmal nicht hin. Das heißt, ich muss jetzt den gleichen Auerweg wieder zurücklaufen. Hier rein. Häuschen. Und hier durch. Ja. Okay. Da ging es also weiter. Dann mal demnächst. Eiertrank. Noch ein Sandteufel. Gibt's denn hier was? Hier ist eine versteckte Ecke ohne irgendwas. Im Blood Grove scheint auch immer Herbst zu sein. Hör auf mich anzuknurren. Vor allen Dingen nicht, wenn ich gerade versuche, mich zu orientieren, was hier schwierig ist. Sieht alles gleich aus. Hier ist die Straße. Oh. Habe ich euch alle aufgescheucht? Den Hühnerhaufen. Also hier geht die Straße weiter. Vielleicht läuft die Straße ja auch zu diesem Steinbruch. Ne, sie biegt vorher ab, oder? Ja. Was? Was Gelbes? Brummel, Brummel, Brummel. Wo seid ihr denn? Das sind auch noch Manticoren hier. Die reden bestimmt nicht von irgendwelchem Blut. Die kratzen und beißen nur. Dickicht, Gestrüpp, Chaos. Blood Grove. Eigentlich würde ich jetzt hier durch, was aber nicht geht. Was sind hier für welche? Sturmwiedergänger, was bist denn du für einer?
Das waren todesfahre Typen. Ruf des Blutes. Irgendein Buch. Ein Text. Werde ich bald mal lesen, aber vorher versuche ich mich in diesem Gewirr hier zurechtzufinden und das ist schwierig. Da unten ist da noch irgend so eine Ecke. Upsala. Weg. Hier. Morton's Claim. Wieder eine andere. Nee. Also Fischblatt. Blablabla. Daneben. Oh ja, dann tut's dir plötzlich weh, ja? Was glaubst du, wie es deinen Opfern ging? Polier das Mark, du hast Gelbes. Ja, das nächste Blutschwurlager, das gefühlt 20. hier in diesem komischen Wald. Aber wieder noch kein Siegel für den Devotionsschrein. Seelenscherbe. Truhe. Eisen. Weg. So sieht's aus. Also hier oben ist Morton's Claim. Das ist nochmal so ein anderes Teil. Aber ich habe immer noch den Blood Grove nicht fertig. Das ist ja ein Riesenteil. Meine Fresse. Und ich habe bisher nicht ein einziges Geheimversteck gefunden. Hey, weg. Der Schattenkrieger Blutschwurz-Zauberstab ist irgendwas. Ruhe. Immer schön am Rand lang jetzt. Nicht mehr ablenken lassen. Ah, hier ist irgendwas. Ein Roverlager? Fragezeichen? Vermutlich. Moment. Ne, hier. Der da hat eine Kiste. Nathaniel, bleib zurück. Wir müssen eine Übernommene verbrennen. Was geht hier vor? Wir haben diese Übernommene dabei erwischt, als sie versuchte, ätherische Magie anzuwenden. Wollte wahrscheinlich die ganze Gegend mit ihrem abscheulichen Ätherfeuer verderben. Also banden wir sie fest und dachten uns, wir geben ihr ein wenig von unserem eigenen Feuer. Der einzige sichere Weg, um die Verderbnis loszuwerden. Ich möchte zuerst mit der Übernommenen sprechen. Neue Queste, wie heißt sie denn? Die Übernommene verbrennen. Sprich mit Rallia. Hallo Rallia. Bist du hier, um dich an Nathaniels Preis zu weiden? Willst du mir die Augen sehen, bevor du das Feuer entfachst? Es ist wohl Zeitverschwendung, dir zu sagen, dass ich keine Übernommene bin. Was seid ihr dann? Diese Bauern würden einen Übernommenen selbst dann nicht bemerken, wenn er reinkommt, während sie es mit einer Ziege treiben. Versteh doch. Ich habe mich vielleicht hier und da mit dem Arkanen beschäftigt. Vielleicht ein paar Bastarde verflucht, weil sie zu empfindlich waren. Aber ich bin keine Marionette eines Ätherischen. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Rallia starrt dich an, sie durchbohrt dich mit ihren Blicken. Vielleicht, weil ihr alle es besser wissen solltet, als Leute der Besessenheit zu beschuldigen? Mit Nathaniel reden? Na, worauf wartest du dann noch? Die Übernommene muss brennen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie eine Übernommene ist. Was meinst du? Sieh sie dir an, eine ätherische, wie sie leibt und lebt. Wir haben gesehen, wie sie abscheuliche ätherische Magie anwenden wollte, daran besteht kein Zweifel. Es gibt keine Beweise. Ah, jetzt verstehe ich. Sie hat dich mit ihren Kräften verzaubert. Du bist genauso ein Übernommener. Och, ihr und eure Logik. Oh, wenn doofe Menschen anfangen, schlau sein zu wollen. Angriff. Ich hätte das ja eigentlich ganz gerne friedlich gelöst, aber irgendwie ging das nicht. Hoffentlich war das jetzt richtig. Ich gebe es nur ungern zu. Für eine Weile dachte ich, ich wäre so gut wie tot. Vielen Dank für meine Freiheit. Vorhin habt ihr mich angestarrt, als wüsstet ihr alles über mich. Ein kleiner Trick, den ich mir angeeignet habe.
Du solltest daran arbeiten, deine Gedanken zu blockieren. Nicht alle Gedankenleser sind so gütig wie ich. Dennoch bist auch du kein Übernommener, obwohl die Nachwirkungen auf deinen Verstand erstaunlich sind. Es ist so, als hätte der Ätherische dein Gehirn neu geordnet. Neu geordnet wie? Schwer zu sagen. Vielleicht solltest du denjenigen fragen, der dir das angetan hat. Ralia lacht. Wie hat Nathaniel euch hereingelegt? Sie müssen mich am Kessel gesehen haben, sahen einen Äther glühen und zogen ihre eigenen verrückten, voreiligen Schlüsse. Sie waren bei mir, bevor ich auch nur einen einzigen Zauber sprechen konnte. Ich mag Zugang zu Kräften haben, die den meisten Menschen ein Rätsel sind. Aber ich bin keine Ätherische. Hier, nimm das. Es ist ein dürftiges Geschenk, aber das Mindeste, was ich einem Retter anbieten kann. Ich werde diese Freundlichkeit nicht vergessen, leb wohl. Hier ist wieder ein Fehler, lieber Rock 82, da heißt es wortwörtlich, ich mag Zugang zu Kräften haben, die den meisten Menschen ein Rätsel ist, aber es sind die Kräfte, Plural, also muss es heißen, die den meisten Menschen ein Rätsel sind. Ja, genau da. So, auf Wiedersehen. Ich habe die Quest erledigt, die übernommene verbrennen, 5000 Erfahrungspunkte. Ich bekomme ein Hexenbildnis. Oh, jemine. Was soll ich denn damit? Ah, was kann ich mir die Haare schmieren? Ja, doch kein Roverlager. Und ich frage mich, ob ich durch irgendeine andere Dialogführung es hätte schaffen können, hier alle am Leben zu lassen. Aber ich habe ja eigentlich immer erstmal die Dialogoption gewählt von wegen Reden, Reden, Reden und habe nicht die Angriffsoption und auch nicht die Verbrennenoption gewählt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen sollte als genau das. Vielleicht in einer anderen Reihenfolge, aber hm. Stahlring! Ich wollte immer am Rand lang, dabei bleibe ich. Erstmal den Bloodgrove hier vermessen, der ist ja riesengroß. Bumm. Weg. Drei gelbe Teile. Ach, da war noch einer. Eisenstücke, das ist irgendeine alte Farm. Das ist ein. Oh, ja, hinten habt ihr ein Nest garantiert. Kram. Aber nichts Besonderes. Plunder halt. Das hier ist irgendein Weiher. Was? Gelbe Teile. Ansonsten nichts. Und hier unten ist wieder Sorrows Bastion. So, da gibt es also noch ein dickes schwarzes Fleckchen in der Mitte vom Bloodgrove. Das möchte ich eigentlich ganz gerne noch erledigen. Allerdings ist die Episode auch schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Weswegen ich wohl trotzdem hier mal einen Schnitt machen sollte und weiter mit dem Rest vom Bloodgrove geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!